Egal wo du bist. Egal wie du bist. Egal wie viele ihr seid. Gönnt eurem Denken eine morgendliche Erfrischung. Es ist 8 Uhr. Guten Morgen, Netzwerkwerbung. Das ist das Denkfrühstück. Ein feiner Tag beginnt mit einem großartigen Frühstück und wunderbaren Menschen. Wir haben heute mit ganz großem Glück Nora Dietrich aus Berlin bei uns, die gestern gekommen ist. Wir haben es dreimal probiert, heute hat es funktioniert. An meiner Seite wieder wie immer großartige Stütze und Begleiter Christoph Schumacher und ein, ja, sehr großes Hallo an euch alle da draußen. Eines noch dazu gesagt, es gibt 14 Außenstellen heute, 14 Hosts, 14 Denkfrühstück-Partnerinnen und Partner, die heute zuschauen, wo mehrere Menschen beisammen sitzen und ein Frühstück genießen und bei uns dabei sind. Wir haben Gäste auch hier, das ist für uns das Neue, das ist die dritte Version des Denkfrühstücks, nach einer analogen, nach einer digitalen, jetzt diese gemischte Geschichte. Und ich würde mal sagen, steigen wir gleich ein. Christoph, darf ich dich bitten, wie immer die Tür zum Denkfrühstück aufzumachen? Danke, Werner. Ich mache hiermit die Türe auf, wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen nach der Sommerpause, nach dem Sommerurlaub und hoffentlich habt ihr alle den Sommer gut verbracht. Jetzt wieder zurück, heute ist so der erste halbe Herbsttag, es ist zwar noch schwül, aber es ist ein bisschen herbstlich, ist es ja schon. Heute, du hast schon gesagt, Werner, aus der Startrampe hier in der Tabakfabrik, das heißt also komplett neues Setting. Wir nur mit Kaffeehäferln, hinten unser Publikum mit einem netten Frühstück. Vielleicht bleibt uns auch was über dabei. Und vor allem, was uns besonders freut und auch euch allen draußen im Land, ein wirklich besonders herzliches guten Morgen an alle unsere Hosts. Also das heißt, wir fangen jetzt an, richtig zu filialisieren. Und irgendwann werden wir es dann erreicht haben, dass wir ganz Österreich dann unsere Hosts draußen haben. Also euch allen da draußen ein herzliches guten Morgen. Wie ihr wisst und wer schon öfter dabei war, weiß ja, mit dem Denkfrühstück möchten wir euch ganz bewusst einen morgendlichen starken Espresso liefern. Mal etwas ohne Zoom-Meetings und ohne Folien und ohne PowerPoint. Einfach nur den Input unserer Gäste. Und heute sind wir regelrecht in Therapie. Wir alle kennen das, mittlerweile reden wir schon von Warp-Geschwindigkeit, maximale Flexibilität und jeden Tag neue Herausforderungen. Das sind ja sozusagen die Zutaten, die unser Leben ausmachen. Und dazu kommt natürlich dann noch ein Workload, den wir uns alle vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen konnten. Und dann gleichzeitig auch das Ego, das Ich, das natürlich dann irgendwie ein bisschen unter die Räder kommt. Werner, du hast das so nett formuliert und ich glaube, die Nora wird dann noch darauf eingehen. Wir reden ja von Gigwork und wir reden auch von Gig-Community, in der wir uns alle befinden. Und heute sind wir in Therapie. Wir sind in Therapie bei Nora Dietrich. Liebe Nora, herzlich willkommen bei uns in Linz. Ja, du bist eine Psychotherapeutin in Berlin und wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Du arbeitest ja auch gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut. Du beschäftigst dich ja besonders mit diesem Spannungsfeld zwischen menschlicher Psyche und dem New Work Life. Ja. Wir sind gespannt darauf, was du uns heute an Tipps und Tutorials gibst, ja, wie wir damit umgehen können, wie wir unser Gig Work vielleicht ein bisschen anders strukturieren sollten und wie wir vor allem schauen sollten, dass wir, du hast so schön formuliert, die mentale Gesundheit sozusagen erhalten können und wieder erlangen können. Liebe Nora, the stage and the camera is yours. Halt, Werner möchte Veto noch was sagen. Veto, darf ich nur zwei Sachen kurz sagen. Bitte. Die erste ist die, es geht ja um uns als Gig-Community, sind ja 75% aller Mitglieder sind ja Einzelkämpferinnen und Kämpfer. Und der Begriff kommt ja aus der
Konzertwelt, aus der Musikwelt und es passt ein bisschen zu dem, wie es bisher war. Wir waren in einem Studio und haben dort, da gab es die Gitarren und so irgendwas und dort haben wir sozusagen irgendwie gespielt und geprobt und jetzt haben wir das erste Mal live. Das heißt, die Band ist unterwegs, spielt einen Gig. An meiner Seite Leadgitarrist Christoph Schumacher, ich werde ein bisschen Bass spielen und das, was ganz besonders modern geworden ist, ist immer so Featuring. Es gibt immer, und heute haben wir Featuring Nora Dietrich. Und zu dieser Community, von der du dann wahrscheinlich erzählen wirst, möchte ich noch einen Satz sagen. Seit Montag dieser Woche gibt es in dieser Tabakfabrik 100 Schülerinnen und Schüler, die im digitalen, ein neues Gymnasium, die digitalen Humanismus lernen. Da gibt es eine Verbindung zum Gerfried Stocker, den wir das letzte Mal gehabt haben, und auch eine neue Form der Community. Und das möchte jetzt bitte der Übergang sein zu dir, Nora, bitte. Zu mir. Ja, dann auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen da draußen von mir. Ihr habt gerade schon gehört, ich bin Nora und ich habe tatsächlich so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist die Psychotherapeutin für Erwachsene und für Kids, die sich immer mit der Frage beschäftigt, hey, was brauchen wir eigentlich, um wirklich unser schönstes Leben zu leben? Und dann habe ich aber auch noch eine ganz andere Seite und das ist die Organisationsdesignerin, die durch die Organisation da draußen tingelt und immer die Frage stellt, hey, was brauchen wir denn, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und dabei gesund zu bleiben. Und ich glaube, heute bringen wir diese beiden Themen ganz gut zusammen, denn es wird um Gigwork gehen, es wird um eure mentale Gesundheit gehen und warum Community vielleicht ein ganz essentieller Teil sein kann und wie wir diese stärken können, damit es euch langfristig irgendwie auch als Gruppe, als Team, statt nur als Einzelkämpferin irgendwie besser gehen kann. Und ich würde gerne mit ein paar kleinen rhetorischen Fragen starten, wo auch die Menschen hier im Raum gerne die Hand heben können, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Auch ihr da draußen hebt vielleicht innerlich für euch die Hand, einfach so als Resonanzfläche. Ja, und ich würde mal starten mit, wer von euch arbeitet vielleicht regelmäßig abends noch oder am Wochenende, damit der nächste Tag nicht ganz so stressig, der Montag nicht ganz so viel wird? Mhm. Ein paar Hände gehen hier hoch, sehr schön. Okay, wer von euch kennt das, dass ihr morgens als allererstes zum Handy greift, bevor ihr es auch nur schafft, guten Morgen zu sagen? Ja, da gehen noch mehr Hände hoch, okay. Wer von euch liegt manchmal nachts wach, weil ihr irgendwie noch über wichtige Themen nachgrübelt, euch fragt, habe ich die E-Mail richtig formuliert, habe ich was vergessen? Vielleicht kennt ihr das. Da gehen auch ein paar Hände hoch, okay. Sehr, sehr schön. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich alleine bin, aber vielleicht kennt das jemand von euch, dass ihr plötzlich um 11, 12 mitten am Tag feststellt, dass ihr euch heute noch nicht die Zähne geputzt habt, weil die erste Tat am Morgen Kaffee und Laptop war? Okay, ich bin alleine damit. Passiert mir tatsächlich regelmäßig. Ja, ich habe einen Hygienestandard, aber tatsächlich ist manchmal die Arbeit so konsumierend, dass ich die kleinsten und essentiellsten Dinge des Alltags vergesse und nachholen muss. Kommt dazu, ich frühstücke dann auch nicht, also da geht so einiges drunter und drüber. Aber tatsächlich ist das eine ganz kleine Symptomatik dafür, wie wir heute arbeiten. Wir arbeiten viel zu viel, häufig entgrenzt, häufig in so vielen Parallelprojekten, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und gerade in der Kreativindustrie ist der Druck von außen immens hoch. Vielleicht kennt ihr das, Stressfaktoren wie super enge Deadlines, große Wünsche der Kunden, aber super kleine Budgets oder mal ein Pitch umsonst ist doch gar kein Problem. Kreativität wird häufig nicht entlohnt, wie es entlohnt werden soll. Viele von uns, gerade diejenigen, die eher für sich alleine stehen oder in kleinen Teams, sind von finanziellen Sorgen geprägt. Zahlt der Kunde rechtzeitig? Haben wir im nächsten Jahr, im nächsten Monat genug Einkommen, um uns irgendwie über Wasser halten zu können? Aber parallel haben wir natürlich auch die Innenwelt, die zusätzlichen Stress macht, nämlich die Frage, bin ich eigentlich talentiert genug? Ist es nur eine Frage der Zeit, dass die anderen merken, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich denke? Oder ja, werde ich das alles schaffen? Kriege ich das hin? Das heißt, wenn wir in die Kreativindustrie gucken, dann sehen wir, dass der Stress immens hoch ist im Moment. 70% aller Menschen da draußen würden im Moment sagen, dass sie unter immensem hohen Stress stehen und nach einem Jahr wie Corona, wo für viele, zumindest über Monate, alle Jobs irgendwie weggebrochen sind, die Erschöpfung irgendwie gerade Einzug erhält. Und ich glaube, es ist wichtig, das einfach mal festzuhalten und zu sagen, hey, falls es euch so geht, seid ihr damit definitiv nicht alleine.
Aber der Witz ist, dass wenn wir Freelancer fragen, hey, warum habt ihr das gemacht? Oder auch Menschen, die in Agenturen arbeiten, warum arbeitet ihr in Agenturen? Dann sagen 30%, naja, um mehr für meine mentale Gesundheit zu tun. Damit meine Zeit wieder mir gehört. Damit ich entscheiden kann, auf welche Projekte ich mich stürze und wann ich Wochenende habe und wann Feierabend. Und wenn man dann ein Jahr später da anklopft und fragt, und, wie läuft's? Dann gehen die Gesichter runter und 55% würden sagen, naja, um ehrlich zu sein, ist genau das Gegenteil passiert. Ich arbeite viel zu viel und bin ziemlich unter Wasser. Wir haben den Vorteil, wir lieben unseren Job, weil er so flexibel ist, weil er so abwechslungsreich ist, weil wir unsere Neugierde und Kreativität leben dürfen. Aber genau diese Flexibilität, diese Abwechslung und das immer Neue kann manchmal eben auch ganz schön viel sein. Also ja, wenn wir uns die Zahlen angucken, 2018 gab es einen großen Report, eine große Aufruhr in der Kreativszene, weil man festgestellt hat, dass Menschen, die in der Kreativindustrie arbeiten, sei es in Marketing, sei es in Design, sei es aber auch als Künstler, ein dreifach höheres Risiko haben für psychische Erkrankungen. Wir sprechen von Depressionen, von Angst und von Alkohol vor allen Dingen als Kompensator, um all das irgendwie in Balance zu halten. Das heißt, ich glaube, es ist Zeit, darüber zu sprechen. Und nicht, weil wir davor Angst haben müssen, sondern weil immer dann, wenn wir über Dinge sprechen, wir aktiv etwas tun können. Und ich stelle mir immer die Frage, naja, wenn wir alle gestresst sind, wenn bei uns allen irgendwie die Hände hochgehen, wenn wir alle diesen Alltag leben und wir alle, weil wir Mensch sind, mentale Gesundheit haben, als Kernteil unserer Gesundheitssäulen, dann ist die Frage, wie sprechen wir über all das? Wo findet das Raum, wo findet das statt? Und nach vielen Jahren in Organisationen ist mir aufgefallen, dass die meisten Konversationen zwischen Kollegen, zwischen aber auch Freunden und sogar Partnern zu Hause häufig so gehen. Hey, wie geht's? Gut, danke. Ja, hört das Gespräch auch schon auf und wir stürzen in die Agendapunkte, in das, was wir zu tun haben. Und neben einem verwirrten Lächeln fällt mir auch nicht mehr so viel ein, was ich dazu sagen kann. Wir nehmen die Abkürzung. Weil wir gelernt haben, dass ein Hey, wie geht's dir eigentlich nur ein verlängertes Hallo ist. Das ist eine Floskel und keine Einladung, wirklich tiefer zu gucken. Weil wir häufig Angst haben, verletzlich zu sein. Wir wollen nicht unprofessionell wirken. Wir wollen nach außen so wirken, als hätten wir alles unter Kontrolle. Aber stellt euch vor, schon da würde Community, Verbindung entstehen. Stellt euch vor, wir könnten statt Wie geht's dir, gut, danke, sowas hören. Hey, wie geht's dir? Du, um ehrlich zu sein, ich bin so im Multitasking, ich habe so viele Projekte gleichzeitig, dass Dinge hinten runterfallen und ich manchmal anfange zu prokrastinieren, weil es mir alles zu viel wird. Oder hey, wie geht's dir? Du, ich komme da gerade aus diesem 24-Stunden-Format über Kreativität und ich bin so inspiriert, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meiner Energie und ob die Kunden das tatsächlich mitgehen würden. Wie geht's dir? Eine kleine Frage. Aber wenn wir sie erlauben und ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sich ganz neue Räume öffnen. Sei es ein Raum geprägt von Frustration, von Überforderung, von Stress und Sorgen oder sei es ein Raum geprägt von Neugierde, Enthusiasmus, von Inspiration. In beiden Räumen hätte ich so viel mehr, was ich dich fragen könnte. So viel mehr, wo ich vielleicht eine Idee hätte, eine helfende Hand auszustrecken. Also da beginnt für mich zumindest schon mal Community. Denn was ganz deutlich wird, ist, dass wir eins verlernt haben und das ist, sich miteinander zu vernetzen, in Verbindung zu stehen, um Hilfe zu fragen. Ich bin extrem schlecht darin, um Hilfe zu bitten, weil ich immer denke, naja, ich muss das irgendwie hinkriegen und ich will die anderen nicht belästigen. Aber genau das müssen wir wieder lernen. Und Kay Hall, eine Agentur aus den USA, hat es für mich auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, naja, ja, früher wurden Menschen in Gemeinschaften geboren, in Dörfer, in Familien und mussten irgendwie ihre Individualität finden, sind losgezogen, und um rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Aber heute werden wir als Individuen geboren und müssen unsere Gemeinschaft finden. Wir brauchen Gruppen, mit denen wir was teilen, in denen wir uns austauschen können, mit denen wir gemeinsam wachsen können. Und Communities at work oder auch privat tun genau das. Sie erfüllen vor allen Dingen zwei entgegengesetzte Pole. Nämlich den Pol von Expand, von Wachstum. In einer Community kann ich mich fachlich austauschen, mich inspirieren lassen, meine Arbeit zeigen und Feedback bekommen. Ich kann Mentorship erhalten, auf Fragen vielleicht Antworten finden von Menschen, die schon mal da waren, an dem Punkt, wo ich heute stehe. Ich kann sozusagen lernen und aufsaugen.
Ich kann lernen, wie ich besser Akquise mache, wie ich anfange, irgendwie mich besser zu positionieren, unsere Brand lebendig werden zu lassen. Und darin waren wir vielleicht auch in den letzten Jahren schon ganz gut, zu wachsen, größer zu werden. Aber eine Frage haben wir lange vernachlässigt, nämlich, woher kommt denn diese ganze Energie? Wenn wir die ganze Zeit kreieren, gestalten, diskutieren, dann muss doch von irgendwo diese Energie wieder aufgefüllt werden. Und das ist der zweite Pol, sozusagen der Unterbau für Communities, und der nennt sich Care. Wir müssen füreinander einstehen. Wir müssen eben auch Sorgen besprechen können. Wir müssen fragen, hey, was machst du denn, wenn der Kunde nicht zahlt? Wie kann ich das klären? Wie erlaubst du dir Urlaub zu nehmen, obwohl eigentlich viel zu viel zu tun ist? Aber auch einfach mal über Emotionen und die verletzlicheren Seiten von uns zu sprechen. Communities at Work kommen genau an dieser Schnittstelle zum Tragen zwischen Expand und Care, und je nach Bedürfnis können sie das erfüllen. Ganz, ganz essentieller Faktor. Denn ich glaube, ein Bedürfnis müssen wir wieder weiter in den Fokus rücken. Und das ist unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Belonging auf Englisch, und Zugehörigkeit ist irgendwie so ein komisches Wort, dachte ich zumindest. Erst, es klingt irgendwie nicht so richtig rund, bis ich mir ein paar Minuten Zeit genommen habe und dachte, Zugehörigkeit. Gehört, zugehört. Eigentlich trifft das Wort perfekt, was Communities meines Erachtens nach sind. Sie sind ein Ort fürs Zuhören, wo ich gehört werde für das, was mich bewegt, wo ich Mentorship bekomme, wo ich aber auch das Gleiche zurückgeben kann, wo ich diese Räume schaffe, wo es um mehr geht als nur um den Job und um Konkurrenz und um das nächste große Projekt. Das heißt, es geht um Zuhören. In Zugehörigkeit steckt aber auch Dazugehören. Ich gehöre zu etwas dazu. Ich bin Teil einer Gruppe, die für was Größeres steht, als ich es selbst vielleicht erreichen könnte. Teil sein, einen gemeinsamen Purpose haben und darauf hinarbeiten, ist ganz, ganz essentiell für unsere mentale Gesundheit, aber auch dafür, dass wir echt einen guten Job machen können. Wir sind soziale Wesen, und immer dann, wenn wir uns isoliert fühlen, was tatsächlich gerade bei mehr als 40% der Menschen der Fall ist, weil wir in unserem Silo of One zu Hause vor unserem Laptop arbeiten, dann ist das Gehirn einfach überforderter, weil wir nicht das Gefühl haben, es gemeinsam zu machen. Das heißt, dazugehören gehört für mich, für Communities dazu. Und der dritte Punkt ist tatsächlich gehören. Das heißt, mir gehört etwas. Ich habe ein Ownership, ich übernehme Verantwortung, ich trage etwas dazu bei, dass diese Community lebendig bleibt. Das heißt, es geht um Zuhören, es geht um Dazugehören und es geht um Gehören, um etwas zu sich nehmen und damit zu arbeiten. Und vielleicht könnt ihr euch mal fragen, okay, wenn ich jetzt noch mehr Zeit investieren soll in meinen Job sozusagen, in die Community, was bräuchte die Community? Was müsste die Community mir bieten, damit ich sage, das ist es wert? Und dann nach solchen Communities Ausschau zu halten oder sie sogar selbst zu initiieren. Ich habe euch noch ein paar Tipps mitgebracht, was ganz, ganz wichtig ist an Verhaltensweisen, damit Communities eben kein reines Akquise-Ding werden. Vielleicht kennt ihr diese Netzwerk-Events, alle gehen dahin und alle wollen eigentlich nur Jobs, aber es gibt gar keine Kunden. Und irgendwie geht man dann auch nicht wieder hin, weil es nur um Ego geht und nicht so wirklich um sich kennenlernen, sich vernetzen, beieinander ankommen. Ich hasse diese Events, aber sie sind ganz, ganz klassisch. In meiner Welt Consultants, die dann wild irgendwelche Business Cards verteilen. Ich denke, ja, okay. Und am besten noch deine Idee abgreifen und als ihre eigene verkaufen. Das ist keine Community. Es geht nicht um Konkurrenz. Es geht nicht um Ellbogen, sondern es geht um Kollaboration. Vielleicht habe ich eine Idee und kann Werner mit reinholen, weil er was kann, was ich nicht kann. Oder viel besser macht, als ich es mache. Ich kann lernen und wir können gemeinsam ein Projekt bewegen. Das kann das Resultat sein. Aber die Idee sollte eher sein, dass es nicht um Nehmen geht, sondern im ersten Schritt immer ums Geben. Man nennt diese Strategie Pay Forward. Das heißt, investiere zuerst in andere und hab Geduld, bis es sich wieder auszahlt. Zum Beispiel statt zu sagen, hey, und was machst du so, zu fragen, was beschäftigt dich gerade? Was ist deine größte Herausforderung? Wo läufst du manchmal gegen Wände? Und vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht kennt ihr jemanden, der was beisteuern kann. Und ihr entfernt euch aus diesem Dreieck. Die erfolgreichsten Netzwerke sind sogenannte Charismatic Connectors. Das heißt Menschen, die einen Klaus und eine Petra zusammenbringen und sagen, macht ihr mal, ich glaube, ihr passt gut zusammen, und sich selbst überflüssig machen. Das sind Menschen mit den erfolgreichsten Netzwerken, und ich kann euch versprechen, die haben was davon, aber oft eben eher über die Zeit.
Der zweite ganz wichtige Punkt, wenn ihr in Communities geht, zeigt euch ein bisschen menschlicher, ein bisschen verletzlicher. Als das große Ego sozusagen nach außen zu zeigen, zu sagen, hey, ja, ich kenne das. Mir geht's auch manchmal so. Verletzlichkeit schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für alles. Für eure bestmögliche Arbeit brauchen wir Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nur, wenn einer sich reinlehnt. Wenn einer sich traut, sich ein bisschen nackiger zu machen, ein bisschen mehr von sich zu zeigen. Ich nenne die Strategie Make Emotions Matter. Ihr merkt schon, ich arbeite viel auf Englisch, deswegen kann ich das immer nicht mehr übersetzen. Das klingt irgendwie alles absurd in meinen Ohren. Aber es geht um Vertrauen und um Verletzlichkeit. Und natürlich braucht ihr einen Purpose. Es braucht einen großen Grund, warum ihr euch trefft. Warum seid ihr heute hier? Was ist der Grund, dass ihr euch die Zeit erlaubt? Wo wollt ihr hin? Und ich kann euch versprechen, dass man als Community tatsächlich Industrien verändern kann, ganze Branchen auf den Kopf stellen kann. Ich bin zum Beispiel Teil einer Community, die nennt sich Leapers aus UK, gegründet von Matthew, der selber Designstratege ist und Freelancer und gesagt hat, okay, irgendwie leiden Freelancer. Wir haben alle die gleichen Probleme, aber niemand spricht darüber. Diese Community findet online statt und heute bringt der Organisation bei, wie man Freelancer besser onboardet, als Teil des Teams werden lässt und tatsächlich spricht mit der Politik darüber. Das heißt, das ist nicht begrenzt, es geht nicht nur um dich und um ich und du, sondern es geht wirklich um das größere Wir, wenn man will. Jede Community braucht Orte. Digitale Orte, ihr kennt das vom Netzwerk. Digitale Orte, wo wir kontinuierlich miteinander im Kontakt sind. Das Schöne an digitalen Orten ist, dass wir ganz kurz in 2-3 Minuten viel klären können. Das heißt, Communities brauchen Kontinuität, damit es eben kein Kommunikationsfriedhof wird, irgendwie noch so ein Kanal, wo ich einmal mehr raufgehe und eigentlich nichts davon habe. Das heißt, es geht um Kontinuität, wie beim Zähneputzen, nämlich statt einmal im Monat eine Stunde Gas zu geben, putzen wir jeden Tag 3 Minuten Zähne, weil das hilft uns. Digitale Orte mit Kontinuität und parallel brauchen wir echte Orte. Orte, an denen wir uns treffen, an denen wir uns begegnen, denn da geht es um Intensität. Das ist wie beim Daten. Wenn ihr einen Menschen neu kennenlernt und jeden Tag 10 Minuten trefft, dann dauert das ziemlich lange, bis ihr rausfindet, ob das passt. Aber verbringt man ein ganzes Wochenende zusammen und dann ist die Energie eine ganz andere. Das heißt digital und physisch, kontinuierlich und intensiv. Und der letzte Tipp, den ich euch mitgebracht habe, ist tatsächlich, zeig deine Arbeit. Zeig, was du machst. Statt nur darüber zu sprechen, ich hasse Menschen, die immer nur darüber sprechen, was sie eigentlich machen, aber die zeigen, was sie tun, dann davon lerne ich am meisten. Und ihr lernt auch am meisten. Es gibt eine Strategie, die nennt sich Challenge Network oder das Board of Directors, wenn man keine Directors hat, wie ich zum Beispiel als Selbstständige. Und das Challenge Network besteht aus Menschen, die viel wissen, die aus Expertisen kommen, die ich vielleicht nicht innehalte und deren Meinung ich wirklich schätze. Und immer dann, wenn ich verletzliche Arbeit zeige, wenn ich was zeige, was mir wichtig ist, schicke ich denen das, weil ich weiß, ich kriege wirklich ehrliches Feedback. Sie werden nicht zu allem Ja und Amen sagen und sagen, toll gemacht, sondern sie werden mir sagen, wie ich besser werden kann. Und ich kann das persönlich gut annehmen und mich nicht angegriffen fühlen, weil ich weiß, dass es aus einer guten Intention kommt. Dass das Menschen sind, die mich wachsen sehen wollen. Also ja, wenn auch davon nur irgendwas was mit euch zu tun hat und sei es das Kleinste in der Welt, dann könnt ihr euch heute fragen, bei wem aus meinem Netzwerk, egal wie verstaubt das Netzwerk im Moment ist aufgrund von Corona, kann ich mich einfach mal wieder melden, einfach mal anklopfen und fragen, hey, was beschäftigt dich gerade? Wo brauchst du vielleicht Hilfe oder könntest Mentorship gebrauchen? Wo suchst du gerade Inspiration und kennst du wen, wo du dich melden kannst? Und wenn du deine Branche verändern könntest, was würdest du als erstes verändern wollen? Es geht um Zuhören, es geht um Dazugehören und es geht um Gehören. Und wir alle können unseren Teil dazu beitragen, um aus Einzelkämpfern wirklich ein Wir zu machen. Für euch, für eure mentale Gesundheit und für das große Ganze. So viel von mir zur Gig-Community, zur Geschwindigkeit und zur Verbundenheit. Vielleicht habt ihr Fragen dazu, vielleicht habt ihr Fragen dazu, vielleicht gibt es was, was ich unterstützen kann. Nora, ja. Danke. Ja, danke euch. Das ist live. Vielen herzlichen Dank. Die Tradition sagt Christoph, bitte. Nora, danke zuerst mal. Ich glaube, dass das jetzt wirklich sehr kompakt, aber auch sehr hilfreich war.
Für mich war besonders interessant die Geschichte, wo du gesagt hast, okay, so einen Raum finden und nicht die Abkürzung nehmen. Ja, weil wir alle wissen, dass Abkürzung nehmen geht heute relativ schnell. Ich möchte mich halt auch gleich entschuldigen bei allen, die ich heute in der Früh begrüßt habe, so alles in Ordnung, geht's eh gut, ja, und mich eigentlich schon wieder weggedreht habe. Mhm. Weil da sind wir nämlich genau bei dieser Abkürzung. Werner, du stehst im Weg. Ja. Du musst nur auf die Seiten gehen dann. Ja. Und du hast davon gesprochen, sozusagen diese Räume aufmachen. Ja. Und eben genau dann diese Polarität finden zwischen Expand und Care. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja. Weil gerade in unserer Branche, muss man sagen, wir alle sind eigentlich Showpeople. Ja. Mhm. Wir müssen natürlich immer zeigen, wie toll nicht alles ist, was wir tun, und müssen dann sozusagen glänzend auf irgendwelchen Bühnen stehen. Und dabei vergessen wir, dass es sozusagen außerhalb unseres Silos, der Selbstdarstellungssilos, noch etwas anderes gibt, nämlich auch mein eigenes Ego, das vielleicht nicht ganz so strahlend und glänzend ist, und dass ich dann eigentlich eben genau auch diesen Care-Charakter brauche. Und du hast ja so richtig, so schön formuliert, mit der Zugehörigkeit, mit diesen drei Stufen in der Zugehörigkeit. Und ich glaube, da können wir alle schon ein bisschen intensiver dran arbeiten, gerade wenn du als einen deiner Tipps gesagt hast, menschlicher zeigen. Ja? Eben ganz bewusst nicht immer nur den großen Macker heraushängen oder die große Mackerin heraushängen lassen, sondern eben auch sagen, okay, hey, mir geht es jetzt gerade nicht so gut oder ich habe gerade dieses und jenes. Ja? Ich glaube, dass das schon ganz wesentlich ist. Ja? Und ich glaube, da muss, wenn man es genau nimmt, müssen wir alle intensiver dran arbeiten, gerade wir als Community dran arbeiten. Bei einem Punkt muss ich jetzt vielleicht noch kurz einhaken. Du hast gesagt, show what you do. Ja? Das hat mich gefreut, weil wir haben jetzt gerade gestartet bei uns in der Community die Kampagne Stolz drauf, wo wir sagen, okay, alle unsere Mitglieder sind aufgefordert, die Dinge zu zeigen, auf die sie stolz sind. Ja? Und das eben bei uns unter Netzwerk Werbung, das heißt online zu präsentieren. Schön wäre es natürlich noch, wenn wir dann jetzt aus dem Ganzen noch ein gewisses Diskussionsformat rausbringen, sozusagen vielleicht nicht öffentlich, also nicht hin zu den Auftraggebern und Auftraggebern, sondern einfach nur mal unter Kollegen. Was hältst du davon? Wie findest du das? Und so. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine gute Geschichte. Ja, wenn ich in 2 Jahren wiederkomme, dann macht ihr das noch eine Stufe weiter und dann zeigt ihr die Sachen, auf die ihr gar nicht stolz seid und was ihr daraus gelernt habt. Denn Projekte gehen auch schief, ne? Also das wäre sozusagen Next Level, Verletzlichkeit. Aber tatsächlich, das ist das, was wir Psychotherapeuten machen. Wir gehen in Supervision und erzählen nur Fälle, die gerade nicht laufen, wo wir nicht weiterkommen, und kriegen den Input von allen, die da sind. Also das ist sozusagen Next Level Weiterentwicklung, aber es ist total wichtig, die Arbeit zu zeigen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es Anknüpfungspunkte, weil wir arbeiten auch gerade mit einem großen Automobilkonzern und wir kommen nicht weiter. Vielleicht kann jemand von euch reinkommen als Sparringspartner und so weiter. Also sich nicht mehr nur als Konkurrenz zu verstehen, sondern als sozusagen kollaborative Konkurrenz. Wir machen auch manchmal Dinge zusammen und Arbeit zu zeigen sagt so viel mehr, ne, als jede Webseite sozusagen. Super schön, dass ihr da jetzt ein Format habt. Ja. Werner, entschuldige, jetzt habe ich dich vorher weggeschickt. Du musst schauen, was an Fragen reinkommt. Ich habe das einmal hergeschrieben. Ich habe eine kurze Frage dazu. Beispiel jetzt, ja. Ich habe jetzt 4 Monate keine neuen Kunden, ich weiß nicht, was ich tun soll, wie das gehen soll. Ich treffe Claudia, Claudia hat gerade 3 neue Kunden gewonnen und weiß nicht, was sie mit ihrer Zeit tun soll, weil sie so viel zu tun hat. Woher soll ich jetzt die Kraft oder den Mut nehmen, ihr zu sagen, dass ich eigentlich gescheitert bin und sie eigentlich total beneide? Wie kann sowas funktionieren? Also ich, aber auch weil mein Prozess natürlich schon länger ist in dem Bereich, würde genau das sagen. Würde sagen, das ist gerade total unangenehm, aber ich muss dir sagen, ich habe gerade keinen Job und ich finde toll, was du machst. Also Neid hat ja auch was Positives im Sinne von, jemand ist wo ich noch nicht bin oder wo ich gerne hin möchte. Wir haben das so als Missgunst verstanden irgendwann. Ne? Also Neid bedeutet, ich gönne dir nicht, was du hast. Stimmt ja nicht. Aber da ist es natürlich einfacher am Anfang, wenn man so eine Art, ich sag jetzt mal auf Slack, also irgendwo digitalen Ort hat, einen eigenen Channel, einen eigenen Kanal, wo Das funktioniert wie so ein Marktplatz, ne, wo ich sagen kann, hey, ich bin gerade total unter Wasser, ich schaffe das alles alleine gar nicht. Gibt es jemanden da draußen, der vielleicht ein guter Support sein könnte? Auch das mehr zu verstehen, Leute mit einzubeziehen. Aber dafür braucht es wieder Orte, weil das macht es einfacher. Weil dann ist es sozusagen die Schuld des Kanals, dass wir jetzt so offen sagen, ich habe keinen Job und du hast ganz viel. Und es ist nicht mein persönliches, ne, ich komme zu dir.
Genau, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir rausdenken aus unserer Bubble, raus aus diesem, ich muss das alles alleine hinkriegen, hin zu, hey, warte mal ganz kurz, Hilfe ist total okay und ne, wir können darüber ganz andere Projekte stemmen, die ich alleine gar nicht schaffe. Also was schafft man als Einzelmensch? Gar nicht so viel. Und das ist gerade für natürlich Einzelselbstständige noch mal wichtiger, aber auch für kleine Teams. Ne? Also ich war letztes Jahr Director of People in einer großen Agentur, Eden Spiekermann in Berlin und auch da war es so, wir haben ständig kollaboriert mit anderen Agenturen, weil auch da das, die Akquise viel schneller war als die Hände, die das, dann ganz, das Ganze irgendwie durchführen können. Und dann endet man in so einem Feuerlöschmodus und die Arbeit, die man macht, ist auch nur so semi-gut, wenn man gar keine Zeit dafür hat. Und das tut dann am Ende niemandem gut, weder einem selbst noch dem Kunden. Warum dann nicht uns als größere Agentur verstehen und sagen, okay, ich nehme dich mit rein. Ne? Sei es Freelancer natürlich, mit denen wir eine Bindung aufbauen, die wir kennen, deren Arbeit wir kennen. Oder auch andere kleine Agenturen, wo wir wissen, hey, die kennen sich im UX viel besser aus als wir. Lass uns die doch reinholen und von deren Kompetenz lernen. Keine Scham. Ja. Das ist ja auch ein Stück die Idee des Netzwerkwerbung jetzt, ja, ja. Ne? Das, diese Verbindung zu schaffen. Publikum, jemand von euch eine Frage? Auf geht's. An oder gibt es andere? Ich werde die Frage nochmal wiederholen. Ich werde die Frage wiederholen, damit es die Leute draußen auch hören. Bitte. Das Hereinholen anderer hat ja wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Gibt es einen Prozess, das schnell zu bilden? Das Hereinholen hat ja was mit Geschwindigkeit zu tun. Nicht? Oder mit Vertrauen. Mit Vertrauen zu tun. Wie schnell kann sowas gehen? Wie organisiert man sowas? Also das Beste ist natürlich immer Trockenschwimmen. Also nicht aus der Krise heraus handeln zu müssen im Sinne von, ich bin schon unter Wasser und jetzt brauche ich ganz schnell Leute, weil dann habe ich die Zeit, nicht wirklich gute Leute zu finden, sondern schon ein Netzwerk zu bauen von Menschen, wo ich weiß, die haben bestimmte Kompetenzen, die komplementär sind zu dem, was ich tue und diese Verbindung schon aufzubauen. Also ich mache das regelmäßig, dass ich mit Menschen spreche und sage, ich werde an dich denken, wenn. Keine Ahnung, ob jemals was entsteht, aber wenn, dann weiß ich, wo du bist. Und dann einen guten Onboarding-Charakter zu haben, also zu sagen, hey, wir können ja auch mal einen Probedurchlauf machen, wir können ja mal eine Woche zusammen arbeiten und wenn es gut funktioniert, dann bist du sozusagen drin, wenn nicht, dann müssen wir uns trennen, aber nur, weil es vielleicht auch besser für uns beide ist. So haben wir das regelmäßig gemacht, auch selbst in der Agentur, wenn wir den Freelancer-Pool uns angeguckt haben. Und dann wirklich eine Verbindung zu schaffen, also denen auch das Gefühl von Zugehörigkeit zu geben, weil wenn die einen coolen Job mit euch machen, dann kommen die auch wieder. Also dann priorisieren sie eure Projekte vor den anderen Projekten vielleicht, weil es einfach toll ist, ein Team zu haben, was gut funktioniert. Also beide Seiten profitieren. Aber manchmal muss man sich reinlehnen und manchmal fällt man auf die Nase. Das gehört bei zwischenmenschlichen Beziehungen leider immer dazu. Aber Trockenschwimmen, also dann, wenn es noch nicht ganz so dringend ist, ist am allerbesten. Ja. Trockenschwimmen ist ein schöner Ausdruck, oder? In der Werbebranche wird jetzt trocken geschwommen. Ja, genau. Super. Bitte. Ja, ich habe die ganze Zeit die Frage gestellt, hat es vielleicht einfach mit Ehrlichkeit zu tun, also Ehrlichkeit zu sich selber, Ehrlichkeit zu anderen. Und natürlich sind wir ja irgendwie darauf trainiert, wenn man zu ehrlich oft ist, das ist oft mit Schmerz verbunden, also von den Reaktionen. Dann sind wir nicht einfach von Natur aus ausgelegt, Schmerz zu vermeiden. Also ist sowas überhaupt realistisch umsetzbar? Also wie gut funktioniert, ehrlich zu sein, um nicht verletzt zu werden? Ja. Total nachvollziehbar. Ne? Also das braucht immer diesen Grad an Mut, sich rauszulehnen. Vielleicht müsst ihr auch nicht euch ganz emotional nackt machen sofort, sondern ihr könnt ja klein anfangen. Ne? Zu sagen, ich lehne mich mal so einen Zentimeter raus und guck mal, was passiert und ob wirklich was Schlimmes passiert. Denn normalerweise, wenn wir mehr von uns zeigen, dann resoniert das mit anderen, weil andere merken, ah, okay, ich bin gar nicht alleine damit. Ne? Wir zeigen oft nur dieses geschönte Ich und all die ungeliebten Seiten in uns, die verstecken wir ganz fleißig, aber das machen wir halt alle. Und wir vergleichen immer unser inneres Ich, also das, was nichts kann, was scheitert, was keinen Plan hat, mit dem goldenen Schein der anderen. Wir sehen einfach nicht genug, wir sehen nicht tief genug. Und wenn wir das tun, dann verbindet das total. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir immer nur über alles sprechen, was nicht funktioniert, aber dass das eben auch Thema sein kann. Dass wir Erfolge feiern, wie dass wir auch Lernprozesse feiern. Und ich habe so eine Astrologie-App, ein bisschen esoterisch, aber vorgestern hat sie mir ein Dings hochgeschickt und da stand, you are not a failure, you are a process. And if you had it all figured out today, what would tomorrow be about? Also wenn du heute schon fertig wärst, dann bräuchtest du keinen Morgen mehr. Und wir sind sozusagen, wir scheitern nicht, sondern wir sind ein Prozess. Und ich glaube, das zu verstehen und
das vielleicht in kleinen Räumen erstmal zu üben, also zum Beispiel mein Challenge Network, das ist ganz verletzlich und das tut auch manchmal weh, was die zurückmelden, aber ich weiß, dass sie das gut meinen. Also das ist nicht, ich weiß es besser als du und ne, du armes Würmchen, sondern das ist ernst gemeint, hey, wenn du deinen besten Job machen willst, dann denk doch hier nochmal drüber nach. Dann haben wir eine ganz andere Basis. Aber vielleicht fängt es an in kleinen Runden, statt gleich vor allen zu sagen, das muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber Laura, ja. Für mich schließt sich da jetzt ein bisschen so der Kreis, weil wir haben jetzt gerade in der Kommunikation haben wir diesen großen Trend hin zu Glaubwürdigkeit und Authentizität, also weg von beautiful people, beautiful world, ja, und immer nur das Schöne und Glanzvolle zeigen, sondern einfach zu zeigen, was ist das Echte, was ist das Ehrliche. Und ich habe einfach aus meiner Arbeit, merke ich, am erfolgreichsten sind die Marken, die ganz authentisch zeigen, wie sie sind, mit all ihren Schwächen, mit all ihren Stärken, mit all ihrem Glamour und mit all ihren Schattenseiten. Und das ist natürlich auch etwas, und wir verlangen das ja auch. In unserer Beratungsarbeit verlangen wir das ja auch von unseren Kundinnen und Kunden, sagt uns ehrlich, wer ihr seid, damit wir das nach außen kommunizieren können. Und diese, da schließt sich das Ganze ja wieder. Ich meine, wenn wir selber imstande sind, uns etwas nicht ganz nackig zu machen, aber etwas zu öffnen und auch zu sagen, okay, heute geht es mir nicht ganz so gut, aber ich bin damit eben glaubwürdig und sage, okay, jetzt gebt mir bitte noch einen Espresso, brauche ich jetzt übrigens nicht gerade, ja. Später dann, ja. Die Maschine steht hier hinten. Ich glaube, da sind wir ja genau dort. Ja. Und wenn wir schauen, dass wir sozusagen die Arbeit, die wir auch für unsere Kunden machen, auch für uns selbst mal anwenden, dann können wir uns ja, ohne jetzt deine Kompetenz anzugreifen, können wir uns ja ein bisschen selber therapieren, ja? Ohne dass wir so weit sind, dass wir in Supervision gehen, weil wir müssen zuerst mal schauen, dass wir die Basics drauf haben. Genau. Und ich mache mich total gerne überflüssig als Therapeutin, gar kein Problem, also wirklich. Aber darum geht's, ne? Also tatsächlich zu sagen, live what you preach, also es ist ja bei mir auch so, ne? Ich erzähle immer von Selbstfürsorge, bla bla bla, und jetzt habe ich euch gerade erzählt, ich putze mir manchmal nicht die Zähne morgens, weil ich so gestresst bin. Also auch das, ne, zu besitzen, also zu sagen, ja, ich weiß das über mich, aber ich arbeite da dran, und wenn du einen Tipp hast, wie ich mir besser die Zähne putzen kann, nein, brauche ich jetzt nicht, aber dann, ne, sag mir Bescheid. Ich glaube, das trifft es total, ne? Also dieses Credibility Gap, diese Glaubwürdigkeit, die wir sowohl bei Employer-Brands sehen, als auch bei wirklichen Brands, das nervt und es kommt auf jeden Fall raus. Also früher konnte man das, da gab es keine digitalen Medien, da konnte man das alles so. Heute nicht. Es gibt 1000 Kanäle, wo das sichtbar wird. Und lass doch die Leute das Ehrliche treffen und sagen, ich möchte wirklich bei dir arbeiten, weil ich weiß, wer du bist, versus ich gehe nach 6 Monaten wieder, weil ich denke, was ist das denn? Ihr habt mir das versprochen und jetzt bekomme ich das. Das macht unzufrieden und ist auf jeden Fall kein Vertrauen, auch nicht zur Kundenseite oder zur Konsumentenseite. Super wichtig auf allen Ebenen. Ja. Nora, du hast gesagt, Kreativität wird nicht entlohnt. Wie geht man denn damit um? Weil es gibt ja große Firmen, die haben diesen sogenannten KVP, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wo Preise, Belohnungen ausgeschrieben werden, wo es heißt, jetzt haben wir wieder 117 Ideen gesammelt und insgesamt haben wir 12 Millionen Euro gespart. Das gibt es ja in unserer Branche in der Form nicht, ne? Dass, jemand, dass man wohin geht und dass jemand sagt, entschuldige, ich kann jetzt kurz einmal nichts sagen, ich bin so weg von dieser Idee, die da dahinter ist. Das wird. Wie geht man denn damit um, dass man das Gefühl hat, eigentlich Kreativität nicht entlohnt? Also ich glaube, das verändert sich gerade schon, also so global verändert sich das. Ne? Wir haben jetzt Leute in den C-Suites, in Vorständen, die Designer sind. Von Natur aus. Das gab es früher nicht. Also es gab keinen CDO oder CPO im Product oder, ne, also das ist eine neue Entwicklung, weil die Leute verstehen, wie wichtig sozusagen Kreativleistungen sind für alles, was wir tun, alles, was wir berühren. Ich glaube, das Bewusstsein steigt, aber es dauert natürlich. Und zum Beispiel ist es so, dass wir in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, keine Pitches mehr gemacht haben, wo es kein Geld gibt. Also das, ne, manchmal kommt es dann auch, dass ich bestimmte Grenzen setze für mich, weil ich sage, okay, wenn ich das mache weiterhin, dann unterstütze ich ein System, wovon niemand was hat. Niemand, der da hinkommt, hat was davon. Und das ist unfair, ne, weil wir dadurch ja diese Konkurrenz auch weiter wächst. Also bestimmte Regeln für sich selbst zu setzen und sich zu trauen. Also Wertigkeit entsteht ja auch dadurch, dass ich mir einen Wert zuschreibe. Ne? Also ich habe mich früher immer unter Wert verkauft, weil ich natürlich das ungeliebte Ich sagte, ich bin das nicht wert, ich kann das gar nicht. Bis das Zukunftsinstitut zum Beispiel meinen Preis bestimmt hat und ich dachte, wow, okay, das bin ich wert? Krass. Manchmal braucht es so einen externen Sparringspartner oder zu sehen, dass jemand anderes, der den gleichen Job macht, andere Preise aufruft und damit meistens durchkommt, weil er das wirklich auch erfüllt. Natürlich muss, ne, also
Wert in Geld muss natürlich auch mit der Leistung irgendwie in Balance sein, aber das zu diskutieren. Und ich weiß, dass unter Moderatoren ist das auch so. Eine gute Freundin von mir ist Moderatorin und die hat sich immer für wenig Geld verkauft und heute sagt sie, das mache ich nicht mehr. Dann arbeite ich mit bestimmten Kunden einfach nicht, weil das, also es bringt mir nichts und denen nichts. Aber das braucht natürlich so ein bisschen politisches Hinstellen, genau, und Selbstbewusstsein auch, da in die Verhandlung zu gehen, was nicht so einfach ist. A2 in Wels sagt, wir leben das Netzwerken schon lange. Was hat sich denn seit Corona verändert? Hat sich da was verändert? Ja. Also die Welt ist prinzipiell viel transaktionaler geworden. Also wir treffen uns, weil wir was voneinander wollen, aber nicht, weil wir einfach sein wollen zusammen. Dadurch wirkt es manchmal nicht mehr so authentisch, nicht mehr so nah. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sonst in Communities ist es eben so, also dass viele gerade einen extrem hohen Grad an Einsamkeit spüren, also den sie vielleicht nicht unbedingt sofort realisieren, aber die Zahlen sind extrem nach oben geschossen, wenn es um so dieses Gefühl von Isolation geht, von dem ich vorhin gesprochen habe, was einen ganz immensen Effekt hat auf unsere körperliche und unsere mentale Gesundheit, weil Einsamkeit ist so ein bisschen so vom Risikofaktor wie 15 Zigaretten am Tag. Das heißt auch da zu verstehen, dass ich nicht alleine damit sein muss. Ich glaube, das hat sich verändert und dieses Räume gestalten, das lernen wir halt gerade. Wir haben gestern beim Abendessen über Transitionen gesprochen, Transitionsräume. Wir sind halt noch nicht in neuen ganz angekommen, wir sind irgendwo dazwischen. Das alles, was wir hier gerade machen, das Hybride, ist ein ganz großes Experiment und wir haben noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Also wir üben ja noch sozusagen, müssen rausfinden, was funktioniert wirklich. Und ich glaube, da mitzugestalten und sich nicht zu scheu zu sein, wirklich Kontakt aufzunehmen und mutiger zu sein, weil es eben dieses Spontane, dieses aus Versehen, bin ich wem begegnet, das passiert halt gerade fast gar nicht. Also Neues und auf Englisch würde man sagen Serendipity, also so Momente so, okay, dann war ich plötzlich da, das gibt es nicht. Das heißt, wir müssen es ein bisschen provozieren im Moment, weil das Leben uns das kurz genommen hat. Ja. Eine Frage gibt es noch vom Klaus, der sagt, wie relevant sind die Empfehlungen auch für wesentlich kleinere Märkte, nämlich im ländlichen Raum, also im Gegensatz zu einer Großstadt, wo ein wesentlich größeres Potenzial vorhanden ist. Ja, auch der ländliche Raum, also ich weiß zumindest von Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, gibt es ganz viele Kulturinitiativen, um den ländlichen Raum zu stärken, weil einfach klar, es gibt ganz viele einzelne Menschen, die ganz tolle Sachen machen, aber irgendwie weiß keiner davon und die kennen sich nicht. Danach mal zu suchen, also zum Beispiel gab es in Deutschland zumindest Trafo hieß das, das war auch vom Bund, oft gibt es solche Initiativen, Kulturinitiativen, da kann man sich auch bewerben, das ist sozusagen so das eher politische, das größere strukturelle. Alternativ wirklich erstmal nach digitalen Communities zu schauen und tatsächlich sonst einfach ganz simpel zu googeln, wer ist denn um mich herum und einfach mal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wir sitzen beide in diesem Dorf, wir haben irgendwie noch nie gesprochen oder noch nie bewusst zu etwas gesprochen, hast du Lust auf einen Kaffee? Für die meisten ist das total schön, das tatsächlich zu verstehen. Und Netzwerk, es geht nicht immer um Größe, wie bei allem im Leben, sondern es geht um Qualität und ich kam aus der Psychotherapie und kannte nur Psychiater und Psychologen. Ich kannte niemanden in der Organisationswelt. Und am Anfang war mein Netzwerk klein, aber es war halt gut. Also es hatte eine hohe Qualität. Es waren Menschen, an die ich glaube, die an mich geglaubt haben und die einfach was bewegen. Und darum geht's. Wenn ihr am Ende 5 geniale Leute kennt, mit denen ihr regelmäßig arbeitet, perfekt. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr braucht keine 5000 Menschen, die ihr am Ende nicht kennt. Also auch da nicht auf Quantität, sondern auf Qualität zu gehen. Ja. Jetzt nur ein kleiner Hinweis von dir. Ich finde die Frage einfach sehr schön. Wie geht man damit um, wenn es eben wiederholt kein Feedback gibt, also in einem Gespräch, und Leute aus dem eigenen Netzwerk immer im Smalltalk-Modus bleiben? Was mache ich dann? Drehe ich mich um und gehe? Oder? mit dir selber? Sonst irgendwas? Was kann man denn dann? Also ich glaube, die größte Macht, die man hat, sind Fragen zu stellen, und zwar gute Fragen. Nicht, hey, was machst du so und wo warst du so und sondern eins tiefer zu gehen. Also tiefe Fragen zu stellen, zum Beispiel über Herausforderungen. Zum Beispiel, du hast mich gestern gefragt, hey, womit beschäftigst du dich gerade? Was recherchierst du gerade? Wo liegt deine Neugierde? Fragen zu stellen, die den anderen schubsen, woanders hinzugehen. Oder wenn ihr euch traut und die Person schon länger kennt, eine sogenannte Metakonversation zu führen. Und zwar zu sagen,
Du, weißt du, was mir auffällt? Wenn wir uns sehen, ich finde es total toll, dass wir uns so oft sehen, aber irgendwie sind wir immer hier. Also wir kommen nicht so richtig tief. Und ich will eigentlich wissen, wer du wirklich bist. Hast du Lust, dass wir uns mal trauen, auch wenn das irgendwie nicht typisch für uns ist, eins tiefer zu gehen? Also sozusagen labeln, was wir wahrnehmen und aus dem Smalltalk ein Big Talk zu machen. Weil häufig ist das einfach eine Unsicherheit, ne? Oder auch so eine Gewohnheit. Ich habe halt gelernt, dass man so Hände shaket und dann macht man so ein bisschen Lulilu und dann geht man nach Hause und hofft, dass da jetzt irgendwas entsteht. Aber es braucht immer einen, der mutiger ist und richtig gute Fragen stellt. Und die kann man sich ja vorher überlegen. Habt so eine klassische Liste von 5 genialen Fragen, die ihr natürlich nicht so abrattert bei jedem, dann ist das auch nicht mehr glaubwürdig, aber die euch so die Kraft geben zu sagen, okay, ich glaube, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mutig in den Tag hinein. Liebe Nora, lieber Werner. Schließt du wieder die Tür, bitte? Noch nicht ganz, okay. Weil ich möchte jetzt schon eines mitnehmen, Nora, uns auch als Aufgabe, sozusagen, die du uns jetzt mitgegeben hast, sozusagen eine weitere Bühne dafür zu schaffen, dass wir vom Smalltalk zum Big Talk kommen. Ja, das gefällt mir nämlich sehr gut, dass wir einfach schauen, sozusagen, wie kommen wir da tiefer hinein, wie können wir auch noch stärker diesen Care-Aspekt spielen, den Expand-Aspekt, den probieren wir ja schon zu spielen. Ich glaube, du hast uns einiges an Aufgaben mitgegeben, uns allen, glaube ich, dann doch ein paar Tipps auch gegeben. Ich möchte nur erinnern an die 5 Tipps, die du uns so ganz kurz zum Mitnehmen gegeben hast. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier in Linz. Ja. Du bleibst, glaube ich, noch ein bisschen noch da und dann steigst du in den Zug, wieder zurück nach Berlin. Ja. Danke fürs Kommen, lieber Werner, danke fürs Moderieren. Und euch allen draußen einen schönen Tag. Startet's gut durch und wir werden uns bald wieder sehen, wir werden uns bald wieder hören. Alles Gute und viel Erfolg. Schönen Tag an euch alle da draußen. Applaus